Erstmal herzlichen Dank, dass ihr alle da seid. Wir haben tolles Wetter und ja, ich bin immer sprachlos, dass es hier im Industriegebiet, dass so viele Leute kommen und ja, schon seit einem Jahr jetzt. Ich hatte jetzt, glaube ich, am 15. Einjähriges hier und damals, wo ich gedacht habe, ich mache hier einen Kiosk auf, haben alle Leute gedacht, der ist bekloppt, was will der hier im Industriegebiet mit einem Kiosk? Aber wie gesagt, es läuft wunderbar, ich bin sehr zufrieden und ich bin sehr dankbar, dass ihr alle gekommen seid. Ja, ich hatte vor, einfach zu feiern, dass ich ein Jahr jetzt hier bin. Also erstmal auch für die Leute, hier sind auch sehr viele Leute da, die hier arbeiten und jeden Tag hierher kommen, ihre Brötchen holen. Aber dann habe ich gedacht, dann kam der Krieg und dann habe ich gedacht, okay, ich würde schon gerne feiern, aber auch dabei was Gutes machen. Und dadurch ist das entstanden, zusammen mit Papa Mu, da wir darüber gesprochen haben, wir wollen feiern. Aber wir wollen natürlich auch was Gutes tun. Und dafür sind wir jetzt hier, ja. Ihr habt gemerkt, ne? Markus ist ja ziemlich geizig mit seinen Worten. Immer wenig, ja. Aber definitiv ist so gekommen. Er rief mich eines Tages an. Eines Tages. Und dann, er lag wieder in der Badewanne. Immer wenn ich anrufe, falsches Thema. Auf jeden Fall, ob wir diese Veranstaltung machen können, ob wir uns erlauben können. Ich sage, wir können uns nicht erlauben, es nicht zu machen. Weil wir können zu Hause rumjammern und nichts tun oder wir gehen raus und machen genau für die Sache, was wir die Möglichkeit auf die Beine zu stellen. Und ich danke euch, dass ihr hier zahlreich hier erschienen seid. Ein Riesenapplaus einmal für euch, bitte. Das kennt ihr gar nicht, ne? Dass man für euch applaudiert. Aber das kriegen wir besser hin. Auf jeden Fall wollen wir uns ganz, ganz riesig bei unseren helfenden Händen bedanken. Komisch, ich habe ja noch nicht was getrunken, aber geht schon, ja? Okay, ein Riesendank an das Technikteam, DJ Mac und Juan Leon Diaz Sanchez. Ja. Hallo! Ja. West Virginia, Blue Mountains, Shenandoah River. Life is salty, oils and the trees, yachts and the mountains. So Freunde, wir singen zusammen. Country roads take me home to the place. Von mir. Wieder seh ich, wie es im Leben läuft. Lauf und sich besäuft, kommt bei den Frauen besser. Keine Mutter will ihre Kinder verlieren. Und keine Frau ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden, mach mir das mal klar. Wozu sind Kriege da? Wir sind heute in Hilden auf einem, naja, einjährigen Bestehen des Kiosk am Kreisel. Und da haben wir, na ich, sind wir mal ehrlich, ne? Bin ja alleine hier.
jemand getroffen, den wir alle noch kennen und der immer sehr, sehr beliebt war bei den Fernsehzuschauern, genauso wie Papa und Mama, Fred und Annemie. Und der Freund hier ist der Frank Fußbroich. Wir kennen ihn noch aus dem WDR. Das war in den 80er Jahren, ne? Das fing an 1979 und von da an waren wir bis 2000 ununterbrochen im Fernsehen, ja. Das war eine ganz schöne Zeit. Ja, war eine geile Zeit. Wir waren die erste deutsche Reality-Soap aus ganz Deutschland. Und wenn ich das sagen würde, vielleicht von der ganzen Welt. Denke ich auch. Nicht nur in Deutschland, sondern... Noch nie vorher. Wir waren die Ersten und die Besten. Wie ist denn der WDR auf die Idee gekommen? Die haben in der Schule damals gefragt, wer ins Fernsehen möchte. Und dann haben die uns als Familie rausgesucht. Und dann waren die Leute so verrückt da drauf, da haben wir dann eine Serie von gemacht. Und super geil gelaufen. War zuerst nur eine einmalige Folge oder zwei Folgen gedacht. Und dann, weil es so gut ankam, ist es dann erweitert worden. Genau, 79, wo ich 10 war, haben die eine Folge gemacht von einer halben Stunde. Das hieß ein Kinderzimmer 1979. Dann kam 89 ein Pilotfilm und dann haben die Leute geschrieben, wir wollen mehr von den Fußbroichs. Wir wollen wissen, was die so treiben den ganzen Tag. Und dann haben wir ab 1990 100 Folgen gedreht bis 2000. Die haben euch ja sogar bis in den Urlaub, ich glaube Mallorca war es oder so, verfolgt, ne? Wir waren öfters im Urlaub, die haben uns sogar bis in den Tod verfolgt, weil die Oma gestorben sind. Und da haben die Leute noch gesagt, wie kann man sowas filmen lassen, aber der Tod gehört zum Leben dazu. Wenn man alt ist und krank ist und stirbt dann und man hat eine Reality-Soap am Laufen, dann sollte das auch dabei sein, so schlimm es auch ist. Und da haben wir natürlich zugestimmt und wir haben dann gesagt, wenn man die Kamera während dem Kirchenaufenthalt nicht sieht, dann ist das in Ordnung. Und so haben wir es gemacht. Aber es war eine tolle Sache. Aber das gibt es jetzt seit wann nicht mehr? Seit 2000 läuft es nicht mehr im Fernsehen. Dann haben wir 2013, 15 und 16 noch drei DVDs gemacht in Eigenproduktion. Aber ich sag mal so, das ist so viel Arbeit mit der Schneiderei, Tonmann, Kameramann und so weiter, dass wir dann gesagt haben, jetzt hören wir auf. Papa ist auch alt genug und irgendwann ist es auch gut, ne? Der Papa, der Fred und die Annemie, die Mama, denen geht es aber noch gut. Den beiden geht es sehr gut, ja. Und haben sich so ein bisschen aus alten Teil zurückgezogen. Ne, zurückgezogen sage ich noch nicht mal. Wir machen ja jetzt gerade noch, wir haben ja hier unser Kartoffelpüree, Himmel und Erd, auf den Markt gebracht. Und da drehen wir natürlich auch ein paar kleine Filmchen für. Aber so fürs Fernsehen machen meine Eltern gar nichts mehr. Das heißt, ihr seid jetzt als, naja, sagen wir ruhig, Fabrikanten unterwegs. Jo, kann man so sagen. Also wir sind jetzt Produzenten von Kartoffelpüree. Wie seid ihr darauf gekommen? Naja, ich sag mal so, das Kartoffelpüree, was auf dem Markt ist, sag ich mal, das ist meistens in Pulverform mit Konservierungsstoff und so weiter. Das ist nicht so, was mir so schmeckt. Und Kartoffelpüree isst eigentlich fast jeder sehr gerne. Nur das Machen ist für manche, sag ich mal, schwierig, für andere ist es lästig und für andere ist es gar kein Problem. Und wir haben halt gesagt, so, wir machen es im Glas fertig, wie die Mama macht, mit Kartoffeln. Und dann ist es in 2 Minuten in der Mikrowelle fertig. Ganz einfach. Jo. Alles klar, danke dir. Sehr gerne. Hat geklappt, ja. Hat geklappt.